Der neue Jahrgang steht an, wir waren zusammen zur Weinlese. Bei der Ernte. Bei der Ernte, genau. Und waren vom Lesegut erstmal schon extrem begeistert. Also die Ernte 2019 war wieder mal relativ flott. Wir haben ein sehr schönes, gesundes Lesegut geerntet. Jetzt geht es natürlich darum zu gucken, wie wollen wir die Cuvée abstimmen. Wir haben beim 2018er Jahrgang natürlich eine charmante Cuvée geschaffen. Wir werden dieses Jahr uns ein bisschen mehr auf die Burgundersorten noch konzentrieren. Weißburgunder haben wir eigentlich mehr in den Fokus gesetzt. Genau. Lass uns mal anfangen zu probieren. Ja. Schöne klassische Burgundersorte. Absolut. Ja, definitiv. Und das ist auch also die Frucht, die ist natürlich noch ein bisschen überlagert jetzt von der Gärungsaromatik, aber das ist schon unwahrscheinlich zart. Hm. Lecker, saftig. Auch hier schon eine schöne, elegante Säure drin. Man merkt, dass sie angenehm ist, reif ist. Nicht. Es ist nichts Scharfes. Genau, nichts Scharfes auf dem Raum. Finde ich bei den Burgundern sowieso immer sehr, sehr charmant, wenn die so eine kleine Cremigkeit haben. Ja. Und das wird nachher im Verschnitt, in Riesling, die vorhandene Säure einfach ein bisschen so die Spitze kappen. So, das ist schon ganz, ganz gut. Riesling? Riesling. Ich erinnere mich darüber, diese Knackigkeit, diese frische, tolle Mineralität. Richtig knackig, da hast du das Terroir, haben wir toll spürbar. Das ist ja das, was ich eigentlich auch will. Ich will ja einen Wein haben, der Profil hat, der Musik auf der Zunge genau bietet. Ja. Und das wird dann in der Kombination mit dem Weißen Wunder genau. Das gut funktionieren. Wollen wir mal einen Versuch probieren? Ja, können wir gerne machen. Okay. Der Riesling ist ja noch relativ unruhig. Aber da kommt sofort eine andere Harmonie. Kommt sofort eine Harmonie rein. Ja. Das ist auch, also der Stil ist gut. Du hast den Apfel vordergründig, du hast die frische, du hast das knackige, mineralische und dieses burgundische, das gibt dem Ganzen so am Ende diese Harmonie, den Schmelz, die saubere Textur. Ja. Toll!